Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships, beziehungsweise wir haben in dem Fall heute ja eine Preview und sehen uns den Tier 8 Premium-Kreuzer Prinz Eugen an, den ihr ja hier schon seht. Und es fällt eigentlich recht schnell auf, ja, dieses Schiff kommt einem irgendwie bekannt vor, ist recht einfach, weil der Prinz Eugen und die Admiral Hipper nämlich Schwestern so gesehen sind. Und dementsprechend hat man hier natürlich eine sehr, sehr große Ähnlichkeit, weil es die schiffsgebende Klasse in dem Fall ist. Ja, Prinz Eugen, Tier 8 Premium-Kreuzer, wie schon eingangs gesagt, sehen Einzelschiffe aus der Admiral-Hipper-Klasse und mit einer der stärksten Schwingkreuzer der 1930er Jahre. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie mit starken Flugabwehrgeschützen ausgestattet und erhielt ein verbessertes Feuerleitsystem. Dieses Schiff können wir ja nochmal hier im Detail ein bisschen vorbeifliegen. Natürlich ähnlich schön wie die Hipper. Und die Hipper, das ist mittlerweile bekannt, ist auf Tier 8 ein Monsterbrett und meines Erachtens auch das beste Schiff im ganzen deutschen Kreuzer-Tech-Tree. Die Module schauen aus wie folgt. Also erstmal gehen wir hier auf das Thema Batterie. Wir sehen Ladezeit 13 Sekunden, Dauer für die 180 Grad Gerät 22,5 HE, Höchstschaden 2500, AP 5900. Wir haben 45.000 Hitpoints. Die Torpedos dürfen auch nicht fehlen. 68 Sekunden Nachladezeit, Höchstschaden 13.700, Torpedogeschwindigkeit 64 Knoten und die Reichweite 6 Kilometer, typisch deutsch. Feuerreichweite 17,5 Kilometer und 32 Knoten Geschwindigkeit. Folgende Verbesserungen könnt ihr einbauen. Wie immer werde ich sie in dem Video komplett ohne Verbesserung zeigen, weil ich erstmal das Basisschiff einfach mal zeigen will. Jeder kann dann nach Gusto noch einbauen, was er für richtig hält. Und was gibt's? Wir können einen Katapultjäger, der ist am Start. Wir haben die hydroakustische Suche oder alternativ, falls ihr haben wollt, das defensive Flakfeuer, das Schadensbegrenzungsteam natürlich. Wenn uns auch die Optik ein wenig interessiert, würde ich sagen, blicken wir auf das Thema Tarnung. Das ist die Typ 10 Prinz Eugen Tarnung, die ihr bei dem Premium Schiff auch eigentlich behalten und lassen solltet. Dann gibt es aber noch die Typ 1, die Typ 2, die Typ 5 und in dem Fall Typ 6. Und das andere beide sind ja MGT20 bzw. die Gamescom Tarnungen, also die nicht eigentlich zum Schiff dazugehören. Hier vorne das Wappen, sehr schön natürlich. Und wir sehen uns auch noch die Scores an. Vergleichen auch dieses Schiff natürlich noch mit der Hipper selbst. Dass wir auch mal wirklich sehen, wo ist denn der Unterschied vom Premium zum normalen Schiff. Aber hier gehen wir erst nochmal die Daten selber ein. Sehen Torpedoschutz, Schadensverringerung 10%. Die Hauptbatterie haben wir schon gesehen. Vielleicht noch ein Wort zu der Brandwahrscheinlichkeit 13%. Die Sekundärbewaffnung 4,5 Kilometer Reichweite hat dann 9% und sehen ja 17,5 Kilometer, das hat man schon. Die Torpedowerfer 4x3, 533 mm, jeweils auf einer Seite dann schießend, Entschuldigung, 2 auf jeder Seite natürlich, A3, also in Summe 6 auf jede Seite, hier die beiden anderen Werfer. Die Flakbewaffnung, der Schaden bei 2,8 km, bei 2,36 km, 3,535 und 4,500. Höchstgeschwindigkeit 32 Knoten, Wendekreisradius 770 Meter, die Ruderstellzeit liegt bei 10,9, Erkennbarkeitsreichweite 14,5 und zu Luft ist das Ganze bei 9,4. In guter alter Tradition schauen wir aber noch, bevor wir jetzt das Spiel in den Fokus stellen bzw. das Gameplay vom Schiff, auch mal kurz auf das Thema der Historie. Bei den Kreuzern der Admiral Hipper Klasse handelt es sich um einen sogenannten Washington Kreuzer. Für diesen Schiffstyp galt eine Tonnagenbeschränkung von 10.000 Tonnen und eine maximale Bewaffnung mit 20,3 cm Geschützen. Aufgrund dieser Einschränkungen wurde nach dem Londoner Flottenabkommen 1935 in Deutschland mit der Planung und dem Bau solcher Kreuzer begonnen. Schnell wurde jedoch klar, dass die genannten Einschränkungen mit den geforderten Parametern nicht in Einklang zu bringen waren. Daher wurde schon recht früh bei der Planung dazu übergangen, die Tonnagenbeschränkung zu überschreiten. Heraus kamen Kreuzer, die um 40% größer waren, als sie eigentlich hätten sein dürfen.
Offiziell wurde ihre Tonnage jedoch bis Kriegsbeginn immer mit 10.000 Tonnen angegeben. Die Panzerung der Kreuzer bestand aus einem Gürtelpanzer, der 3,8 Meter tief und 70 mm dick war. Im Bereich der Zitadelle betrug die Dicke des Gürtelpanzers 80 mm und fügte sich nach voraus auf 40 mm. Das gepanzerte Oberdeck reichte von der achternen schweren Artillerie über die Antriebsanlage bis zur vorderen schweren Artillerie. Die Stärke der Panzerung im Bereich der 20,3 cm Türme betrug 12 mm und dazwischen 30 mm. Das Panzerdeck hatte eine Dicke von 50 mm. Die Panzerung war eigentlich recht ordentlich, war aber zu schwach, vor allem gegen steil auftreffende Geschosse auf dem Oberdeck. Die kriegerische Historie war dann recht lange dauernd. Erstmal wurde sie unter Kapitän zur See Brinkmann in Dienst gestellt am 1. August 1940. Dann hat sie im Jahre 41 an der Unternehmen Rheinübung mitgemacht, mit der Bismarck zusammen. Dann im Jahre 42 gab es dann drei Unternehmen, das Unternehmen Cerberus, Sportpalast und Zauberflöte. Und im Jahre 43 dann Unternehmen Fronttheater. Die Landzielbekämpfung Tukum, also Lettland, war 1944, hat dann auch noch im Jahre 1944 Kämpfe um Memel und Swabe sowie Königsberg und Danzig mitgemacht. Danach gab es einen Marsch nach Westen, zu Kriegsende Richtung Kopenhagen, wurde dann 1946 in die USA bzw. zum Bikini-Atoll überführt, war dann auch Testobjekt bei zwei Atombombenversuchen im Bikini-Atoll. 1946 gab es dann eine Überführung im Schlepp zum Kwajalen-Atoll und kenterte dann über Steuerbord und sank. Das war am 22. Dezember 1946. Wir hatten gerade einige Zahlen, Daten und Fakten schon gehört, aber vielleicht auch noch eine der imposantesten. Die Baukosten haben 104.490.000 Mark betragen. Die Kiellegung war am 23. April 1936, Stapellauf der 22. August 1938 und die Indienststellung am 1. August 1940 eben. Die Länge hat 212,5 Meter betragen. Die Breite war 21,7. Tiefgang maximal 7,2 Meter. Die Verdrängung standardgemäß 14.680 Tonnen, die Konstruktion 16.970 und maximal 18.750. Besatzung je nachdem 1.382 bis 1.599 Mann und wurde eben doch 137.500 PS angetrieben mit einem Propeller bzw. drei an der Zahl und einem Durchmesser von 4,1 Meter. Ja. Jetzt haben wir die Zahlen, Daten, Fakten mal soweit angeschaut. Natürlich schauen wir uns im Spiel auch noch gleich eben den Vergleich zur Admiral Hipper per se an. Und dann geht's aber auch aufs Gameplay ein. Und da sind wir jetzt nun im Gefecht, wobei wir uns aber, wie versprochen, erstmal die Prinz Eugen und die Admiral Hipper im Vergleich anschauen. Und ich gehe wirklich nur auf das Wichtigste ein, weil die beiden Schiffe sich so sehr ähneln, dass wir wirklich nur die Hauptpunkte raussuchen müssen. Zum einen wären da die Trefferpunkte zu erwähnen. Da ist die Prinz Eugen etwas stärker. Es gibt nicht viele Punkte, wo sie wirklich besser ist, aber die Prinz Eugen ist da definitiv etwas besser, nämlich 45.000 Hitpoints zu 43,8. Alles andere bleibt dann hier gleich. Beim Thema Artillerie exakt dasselbe Verhalten, allerdings 200 Meter weiter kommt die Hipper. Die Torpedos bleiben gleich. Die Admiral Hipper hier ist übrigens im C-Rumpf. Daher haben wir hier auch etwas bessere Flugabwehr. Manövrierbarkeit ist etwas besser, nämlich der Wendekreisradius beträgt nur 740 statt 770 Meter und die Route Stellzeit 10,7 statt 10,9 Kilometer. Auch die Verborgenheit ist da so. Erkennbarkeitsreichweite 13,8 zu 14,5, zur Luft dann 9 zu 9,4. Panzerung exakt dieselben, Hauptbatterie exakt gleich, bis auf das Thema, dass die Eugen um 1 Meter sogar genauer ist, beziehungsweise nur 154 Meter maximal Streuung hat. Beim Thema Sekundärbewaffnung, da ist die Hipper wieder besser, nämlich nur 3 Sekunden statt 3,4. Ansonsten auch hier, alles andere bleibt gleich. So, und jetzt natürlich schauen wir dann im Spiel, wie wir uns verhalten können. So, und hier sieht man mal wieder das Thema Fokus
sobald man ein Schiff spielt, beziehungsweise als YouTuber irgendwo einigermaßen in irgendeiner Form bekannt ist, wird man direkt in den Fokus gerückt. Und das passiert hier auch gerade wieder im Chat eben schön zu sehen. Naja, deswegen, ich werde versuchen, mich so weit als möglich hinten aufzuhalten. Hier auch eines der wenigen Male, dass ich Top-Tier bin. Sonst muss ich sagen, habe ich mich in der Regel immer 9er, 10er Gefechten gefunden. Hier mal eben das Schöne, das ist doch da anders. So. So, und jetzt natürlich Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn der ein Bier auf meine Zita ausgibt, dann gebe ich ein Bier auf seinen Kill aus. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir fokussieren natürlich die Gegner. Und auch hier AP, das Maß der Dinge bei der Munitionswahl. HE können sie nicht so gut, die deutschen Kreuzer. Aber AP funktioniert immer verdammt gut. Und die machen auch schön Schaden, wenn man denn trifft. Und jetzt drehe ich mal bei. Ne, beziehungsweise wenn ich jetzt beidrehe, dann könnte ich schon von der Bayern. Das ist ja hier unser angesprochener Nemesis. Und wie das angekündigt hat, schießt er zuerst auf uns. Obwohl er Ziele hätte, die deutlich interessanter wären. Aber wie gesagt, davon lassen wir uns jetzt nicht entmutigen. Aber wenn der Winkel nicht passt, dann kann man so gut schießen, als man will. Dann kommt der Damage einfach auch nicht so rein. Die Warspite dafür jetzt deutlich schöner. Ist halt auch ein sehr langsames, träges Ziel. Zwar gut gepanzert, aber eben auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Nach vorne selbstverständlich nur zwei der vier Türme am Schießen. Und hier konnten wir uns mit 6 Hitpoints, wenn ich das richtig sehe, sogar noch den Kill sichern. Da jetzt mal schauen, was so eine gegnerische Tipper mit uns, der Prinz Eugen, so verbindet. Man sieht einfach schön die Genauigkeit. Und jetzt schauen wir, was hier noch so kommt von der Seite. Die wird jetzt natürlich langsam brenzliger. Der Bismarck. Und da haben wir hinten aber noch eine Zitadelle landen können. Die will ich nicht unerwähnt lassen. Aber auch wenn wir sie nicht gesehen haben, sie war da. Jetzt müssen wir aber wirklich uns auf die Kameraden hier konzentrieren, weil da passiert jetzt erstmal die Action. Gott sei Dank hier jetzt Torpedos da auf die Bismarck. Dies wäre immer schön, wenn sie raus wäre. Aber da konnte sie leider eigentlich in der Regel alle ganz gut dodgen, bis auf einen, den sie da noch abbekommen hat. Das war ja gefühlt eher der Mitleidstorpedo. Independence.
Also man kann definitiv sagen, wer mit der Admiral Hipper gut zurechtkommt, wird mit der Eugen auch ein schönes Schiff haben. Wer das nicht tut, dann eben nicht. So, wir haben jetzt hier hinten gut verteidigt. Ah, da konnten wir leider ausnahmsweise mal nicht abstauben. Schade. Aber irgendwo muss man es ja auch nicht übertreiben. Ich mache mal meinen Katapultjäger an, um einfach so ein bisschen mehr Sicht im Laufe der Runde zu haben. Schaden tut es ja de facto nicht. Schlecht wird er ja nicht. So, jetzt laden wir mal HE. Auch das will natürlich gezeigt werden. Ganz wichtig, diese Runden sind keine Ober-Super-Hyper-Replays oder Gameplays, sondern ihr sollt auch dabei sehen, was kann das Schiff, wie verhält sich's. Die 13% Feuerwahrscheinlichkeit sehen wir nominell, aber ist dem auch wirklich so? Solche Sachen wollen wir sehen. So, Tirpitz im Rückwärtsgang. Die anderen, die kommen jetzt hier ein bisschen näher. Da konnte man jetzt sogar hier die Indianapolis anzünden. Die dreht auch gleich bei. Sicher ist sicher, denkt sie sich wahrscheinlich. So, und die Tirpitz ist hier auf dem Rückwärtsweg. Das heißt, die sollte nicht so schwer zu treffen sein. Rückwärtsfahrende Gegner sind immer sehr schön, sehr angenehm. Auch wenn sie jetzt hier auf mich schießt. Hat aber direkt damit wieder aufgehört. Scheint also doch kein so sexy Ziel zu sein. Konntet ihr sie jetzt anzünden? Das ist natürlich sehr mühsam, ein Schiff so down zu bekommen. Oh. Das ist ein bisschen kuschelig. Jetzt müssen wir fast hier mal darauf achten. Auf das Waffelmonster. Rennen tut schon mal. Jetzt muss ich aber wirklich aufpassen, weil jetzt beide hier da auf uns drehen. So einen breiten Fächer einfach mal losgelassen. So, die Tirpitz schaut nicht auf uns. Tendenziell auch recht breitseitig fahrend, aber immer noch nicht gut genug.
ein Torpedo, der hier treffen konnte. Jetzt zeigt sie mir sehr schön ihre Breitseite. Das wollte ich haben. Weil da könnte die Hipper jetzt ihre Vorteile ausspielen. Sehr gut, die ist weg. Das war wichtig. Auch sehr gut. Und jetzt müssen wir auf das Schiff hier vor uns noch aufpassen. Schießt auch schon auf uns. Die Atago nämlich. Konnte uns hier gleich zweimal in Brand setzen. Stark reingedreht, dass ich sie unbedingt treffen wollte, aber konnte sie hier Gott sei Dank ausschalten. Schön mit der Zitadelle. Leider hat es uns wieder angezündet. Also da hat man gesehen, der japanische Brandstifter at its best. Die Mutsuki haut ab. So war das die Atago. Da muss ich mich hinleiten lassen, verleiten lassen zum Antworten. So, jetzt muss nur die Admiral Hipper wieder nochmal aufgehen. Ich bleibe jetzt auch mal bei der Tirpitz. Dass ich auch eventuell, falls wie die Independence wieder mit den Flugzeugen kommt, hier noch ein bisschen darauf reagieren kann. Ne, in dem Fall kein schönes Ziel. Wir warten, hoffen, ne, die dreht aber auch nicht rein. Was ist mit der Hipper? Wie fährt die denn? Ich sehe es einfach leider so gar nicht. Aber die Bayern muss jetzt reindrehen. So, Flugzeuge. Ich mache schon mal die hydroakustische Suche an, um eben diese zu sehen. Und das hat uns einigermaßen was gebracht, würde ich mal behaupten. Geh doch bitte auf die. So, jetzt wird's hier
Ein One-on-One at its best. Torpedos auf Steuerbord. Nicht dein Ernst. Feueralarm. Torpedos auf Backbord. Und ich konnte noch meine Torpedos ins Wasser schicken. Zumindest meine ich das. Nee, konnte ich nicht. In der Tat. Schade, schade. Ich war mir sehr sicher, dass das geklappt hat. Aber hier hinten wird gerade sneaky gecapped. Auch damit kann man den Sieg am Ende der Runde nach Hause bringen. Und knapp 100.000 Schaden ist ja nicht die schlechteste Preview. Da kann man zumindest mal zeigen, was so passiert ist. Schauen wir, ob wir hier noch eine schöne RAM-Aktion sehen. Und es sieht ganz danach aus. Und Enigma, muss man sagen, Chapeau, hat das hier schön gelöst, dass er hier die noch rausnimmt. Na, wie gesagt, hinten sollte der Sieg eigentlich nach Hause kommen. Solange der Flugzeugträger jetzt hier nicht noch den DD spottet. Und dann sehen wir natürlich auch, und das ist wichtig, wie viel Credits das ganze Schiff einbringt, wie die XP-Vergabe ist und sonstiges. Unser Flugzeugträger da weiter flur, die Hatsuharu da hinten noch in unserem Punkt. Da geht jetzt die Indianapolis auf, muss hier nur aufpassen, dass sie hier nicht gespottet wird, die Mutsuki, weil sie hat schon so weit geschafft. Jetzt wäre es sehr, sehr, sehr ärgerlich, da noch zu verlieren, aber nein, das ist der Sieg. Sehr schön! Und jetzt final und abschließend vom Video noch die XP-Vergabe. 400.000 Credits erhalten. Wir sehen auch nochmal hier in der Teamauswertung das finale Gefecht. 1530 Basis-XP. Damit bin ich wirklich sehr zufrieden. Der ausführliche Bericht sieht wie folgt aus. Und die Kreditpunkte nochmal hier im Detail. Da sehen wir, 315.000 gab es unterm Strich raus. Für mich war es eine sehr schöne Runde. Man hat, glaube ich, alles gesehen. Man hat gesehen, was steckt sie ein, was kann sie nicht ab, was macht sie gut, was macht sie schlecht. Und unterm Strich ein sehr feines Schiff. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Euer Alcaramba.